Hi Leute, in diesem Video geht es um das Plektron, also um dieses kleine Plättchen, was man immer in der rechten Hand hat. Viele meiner Schüler machen das nämlich falsch oder wenigstens anfangs falsch. Und ich zeige dir in diesem Video, wie man es richtig hält oder wie ich meine, dass man es richtig hält und welche Fehler man machen kann. Bleib am Ball. So, bevor wir jetzt in die Nahaufnahme gehen, also wo du genau sehen kannst, wie man das mit dem Plektron macht und hält und so weiter. Die Plektronhaltung ist eine sehr, sehr individuelle Haltung. Und wenn man zum Beispiel auf Größen schaut wie Pat Metheny oder auch George Benson oder andere, die haben eine ganz individuelle Plektronhaltung, die ja, ich so nicht empfehlen würde. Das, was du in diesem Video jetzt erfahren wirst, ist die typische Plektron-Haltung, wie ich sie meinen Schülern empfehlen würde und wie du auch 90-95% der Musik wirklich gut abdecken kannst. Genau, lass uns in die Nahaufnahme. Bis gleich. So, lass uns erstmal reinschauen, wie hält man seinen Plektron eigentlich am besten. Und zwar, es empfiehlt sich folgende Haltung. Wir nennen das immer die Pistolenhaltung. Das heißt, wir machen unsere Hand zu einer Faust, aber jetzt nicht, als ob wir irgendeinen verprügeln wollen, sondern so, eher so locker rein. Und dann machen wir folgendes. Wir mit dem Zeigefinger gehen wir einfach raus und machen auch den Daumen hoch. Da haben wir eine Art Pistole. Vielleicht hat man das als Kind öfter mal gespielt. Wenn nicht, versucht es einfach mal Zeigefinger und Daumen raus. Jetzt ist es so, der Zeigefinger kann sich wieder so leicht reindrehen. So, bis hierhin. Wir legen das Plektron hier vorne auf das erste Glied und schließen dann mit dem Daumen ab. Dann hat man ungefähr eine solche Haltung. Das heißt, das Plektron guckt so ein ganz kleines bisschen hier vorne raus. Es darf nicht zu weit rausgucken. Das sollte nicht passieren. Und es sollte auch nur zwischen Daumen und Zeigefinger liegen. Jetzt haben viele das Problem, dass das Plektron oft rausrutscht. Also man muss ein gutes Mittelmaß finden zwischen ganz fester Handhaltung. Also wir halten das Plektron so fest, dass es ja eigentlich schädlich für den Klang ist, weil das klingt dann nämlich so. Und zu locker, weil dann rutscht es irgendwie raus. Also das heißt, wir müssen immer eine gute Balance dazwischen finden und da hilft eigentlich nur ausprobieren und spielen, damit sich die Hand ja einfach auch dran gewöhnen kann. Vom Anschlagswinkel her, ich würde nicht ganz gerade, vielleicht sieht man es hier ganz gut, also ich würde nicht ganz gerade aufkommen, sondern etwas schräg legen. Weil wenn man es ganz gerade macht, doch ein gewisser Widerstand zu spüren ist. Und wenn man es etwas schräg legt, dann kann man wunderbar ganz schnell spielen, ohne großartige Probleme. Das ist erstmal so, wie wir das Plektron halten sollten. Zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Spitze guckt ein bisschen raus und der Schlag kommt natürlich aus dem Handgelenk und nicht hier vorne raus. Ne? Kommen wir nun zum ersten Problem, was ich häufiger bei meinen Schülern feststelle, nämlich, dass sie das Plektron zwischen dem Daumen und diesen beiden Fingern halten. Ja, das ist ein weit verbreiteter Fehler, den man versuchen sollte zu vermeiden, weil das Plektron dadurch ganz steif und fest in der Hand liegt oder zwischen den Fingern liegt und sich das natürlich dann auch auf unsere Saiten überträgt, die dann viel zu hart klingen. Andere Haltung. Ich glaube, man hört den Unterschied ganz gut. Also das solltest du auf jeden Fall vermeiden.
dann solltest du auf jeden Fall vermeiden, dass der zweite Fehler, dass der, ich kann es gar nicht, weil ich meinen Daumennagel habe, dass der Daumen sozusagen so spitz hier drauf liegt. So, das ist auch nicht besonders klug. Das sollte man auch meiden. Also versuch bitte den Daumen gerade zu haben und so schön einzuklemmen. Ja, zwischen Daumen und Zeigefinger. Ob du nun den Zeige- oder Mittel- und den Mittelring und kleinen Finger hier hinter versteckst oder so ein bisschen offen hast, das ist eigentlich egal. Noch ein weit verbreiteter Fehler ist, dass man die Spitze zu weit rausgucken lässt. Also das sehe dann praktisch so aus. Das schwabbelt auch nur hin und her und gerade wenn man Akkorde spielt, dann hört man immer so ein Ratschgeräusch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut hört. Ne? Da gibt es so ein Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Geräusch. Wenn es ein bisschen näher drin ist, habe ich das nicht mehr. Was man auch vermeiden sollte, ist den Zeigefinger so gerade zu haben. Das ist so Pat Metheny-Style, bei dem es sehr, sehr gut funktioniert. Aber also ich würde es keinem empfehlen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Schalt auch noch mal rein. Guck dir auch ein paar andere Videos von uns an. Ich freue mich, wenn du uns einen Daumen da hoch lässt und ja, unseren Kanal abonnierst, mach die Glocke an und bis bald.